Minimale Bewegungen. Hi. Hi. Lang nicht gesehen, zumindest nicht im digitalen Spiel. Wir haben uns so ein bisschen randommäßig Spiele besorgt. Was und zwar, wir? Julian. Wie immer. Wollte ich gleich vorweg schon mal. Es ist gerade und wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Uploads nicht mehr so eine Steam-irgendwas-Week, wo Couch-Koop oder allgemein Koop-Spiele ziemlich viel günstiger angeboten werden. Mhm. Und da, das weißt du gar nicht, aber so ist es. Und da kosten manche Spiele eben zwischen 30 Cent und wir haben gleich das teuerste waren für 5 Euro tatsächlich. 1 zu 5 Euro hatte ich besorgt. Das fand ich aber wirklich ausgesprochen interessant. Und da haben wir gedacht, wir zeigen euch jetzt einfach mal, was wir so besorgt haben und haben selber davon noch nichts angefangen. Steffi weiß von nichts. Ich habe nur mal vielleicht minimal ein Video mir angeschaut. Mhm. Ich bin auch gespannt. Das ist also ziemlich das Neueste. Also ja, würde ich sagen, beginnen wir mit Cat Astronauts. Katastronauts. Oder sie meinen Katastrophe oder Katzen. Eins von beiden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber im Hintergrund starten wir das Spiel mal. Wir gucken mal, wir hoffen, dass auch die Controller überall direkt unterstützt werden. Ansonsten gibt es so ein paar Katzen nebenbei. Cats. Ja, geht dann gleich auch los. Da ist es schon Interior irgendwas Games. Das hatte ich Brücke. Tatsächlich mir auch schon ein paar Sachen. Wollen wir mal tauschen, das ist der erste Controller, dann stelle ich die Sachen immer ein. Ja. Es funktioniert schon mal direkt, das ist schon mal gut. Betreten. Was ist denn diese Taste? Das war bei mir Start. Checke und checke ein. Sehr gut. Toll. Wir gucken mal kurz in die Optionen, ob das auch alles passt. Aber das sieht soweit gut aus. Wir können da gar nichts großartig einstellen. Sieht gar nicht so alt aus, das Spiel, oder? Wieso soll das alt sein? Keine Ahnung. Nein, 2018. Aber es sieht irgendwie annehmbar aus. Ich meine, Spiele für diesen Preis, in diesem Preissegment, können halt immer super, ja, wie auch immer aussehen. Wir fangen direkt mit dem Spiel an. Wir gucken uns mal an. Ich habe keine so richtige Ahnung, was uns erwartet. Vielleicht kriegen wir ein Tutorial. Wenn wir Glück haben, haben wir eins. Wenn nicht, wird es ganz witzig. Okay, ist ein Spiel witzig. Gegeneinander oder miteinander? Das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Es ist ein geteilter Koop. Also wir spielen zusammen. Wir können alleine spielen, Einzelspieler oder Couch-Koop. Mhm. Aber Couch-Koop heißt ja nicht, dass es jetzt auch ein Spiel miteinander sein muss, ne? Doch, Koop ist immer zusammen. Ist kooperativ. Ja, aber... Ansonsten ist es PvP oder PvP. Wir machen wahrscheinlich aus dieser Serie einen... Mal gucken, wie viel Teiler, weil wir haben doch einige Spiele... Oh, das sieht aus wie Overcooked. So auf den ersten Blick. Wir machen mehrere Teile draus wahrscheinlich. Oh, das ist meine Sprache. Wuhu! Guck mal, B. B ist hier auf dem Controller rechts. Da renne ich. Ja, stimmt, absolut. Guck mal, X kannst du was nehmen. Na, drücken, ne? Tür auf. Ah. Guck mal, Klamotten. Feuer, Schnapp. Das ist wirklich... Achso, das sind gar keine Feuerlöscher. Oh. Nein, du kannst den werfen. Verdammt. Warte, ich lösche dich. Sehr gut. Danke. Wo hast du jetzt den Feuerlöscher hingepackt? Den habe ich hier. Okay, also wir müssen Feuer löschen schon mal. Das ist schon mal interessant. Oh, ich habe den... Falsche Taste, du musst die links drücken. Aber ich habe es auch eben erst geworfen. Geh schon mal los. Mach du das mal, dann weißt du, wie es geht. Meine. Hier, nimm behalt. So, eine kaputte Tür, die Risse und der Knopf, um sie zu öffnen. Okay. Repariert die Risse und den Knopf. Zack. Ja. A, okay. Nehmen. Ja. X. Und X. Reparieren. Und da drin ist auch noch was zum Reparieren. Okay. Scheint nicht so schwer zu sein, das Spiel. Hier, behalt. Noch nicht, ne? Ist ja auch nur das Tutorial. Wo ist denn dieser Türknopf? Ist der hier irgendwo? Da drin. Da war ich doch schon. Nicht drauf geachtet. Tschüss. Ich lauf. Die Kanonen, Kadetten. Okay. Du. Kadetten. So, das muss ich jetzt erst aufladen wieder. Ah, wahrscheinlich auch dann die Schusskraft vielleicht? Oh, ich stehe nicht davor. Ach nee, muss ich aufladen. Ach, ich kann nur einmal drücken.
Zeit für eure Abschlusszeremonie. Das war aber. Das ist tatsächlich so ein bisschen Overcooked-mäßig. Oh nein, wir müssen ihn retten. Das sieht aber böse aus. Aber wir sind ja ausgebildet. Das sieht echt böse aus. Aus dem Sternenknast. Haben wir ein bisschen Spaß. Ist aber weit weg irgendwie heute. Was jetzt? So ein Roboter. Alle Mann an Deck. Ich glaube, wir müssen hier hin. Schön, euch kennenzulernen. Ja, dann. Nennt mich Buttons. Das macht jeder. Also treten wir ihn in den. Aha, aha, ich meine, drück mal hier A. Galaxis. Ja, machen wir. Ich wollte ein bisschen vorlesen, damit. Weiß auch nicht warum. Oh, guck mal! Oh, wo ist denn der. Ich wollte grün. Aber. Wo ist denn hinter? Aber hier gibt's keinen Panda. Komm, soll ich ein richtiger Nerd sein? Das passt doch gerade. Komm, ich bin der Nerd. So, was sind wir denn jetzt? Wir sind? Cat Astronauts? Oder? Was? Ich verstehe immer noch nicht den Titel. Aber es ist bestimmt die Katastrophe. Ja, ich kann nicht anders auch sein. Es ist voll schade, dass du keinen eigenen Namen hast. Das tut mir wirklich leid. Ich starte jetzt mal, ach so, ne? Ach so, ja. Ich hab auch. Warnblüte. Okay. Ich hab einen Knopf. Ich schieß einfach. Oh, ich weiß nicht, warum ich das tue. Schießen. Wahrscheinlich war das. Oh, oh. Was passiert? Oh. Ich glaube, wir müssen einfach auf den schießen und wir müssen nebenbei das Schiff reparieren. Und immer wenn wir schießen können, müssen wir schießen. Also, warte mal, Reparatur. Danke. Ich will auch das. Hey, reparieren. Pass auf, du schießt und ich repariere, oder? Okay. Ja. Aber wo schießt denn jemand? Da. Der entfernte, lustige. Ich mach das schon. Nein. Ja, das ist Feuer. Ich auch gar nicht. Ah, ich brenne! Kannst du mich löschen? Nee, okay, ich gehe wieder. Doch, alles gut. Achso, du bist noch am Leben. Du kannst dich auch selber wieder beleben. Ja. Oh, das ist aber gar nicht so schlecht, das Spiel. Muss ich sagen. Also kommt mir jetzt noch nicht schlecht vor. Aber ich sehe noch nicht hier richtig, wo hier jemand bekämpft. Ich drücke gerade einfach nur also da, wo es leuchtet, am Startbildschirm. Ey, guck mal, dich hier um die... Am Startbildschirm haben wir gesehen, dass da einer war. Vielleicht hast du da kurz weggeguckt. Ja, hab ich. Nicht schlimm. Weil ich drücke jetzt hier immer nur, wo es grün ist, ne? Und dann ja. Nein, noch haben wir das vielleicht auch zu... Du, der ist aber gleich weg. Also schön weiter so. Mach ich. Ich muss hinlaufen. Mach das schnell hier. Okay. Nicht brennen. Du musst dich auch mal wiederbeleben, ne? Wieso? Weil du hast da über deine Person hast du so einen Balken mit der Lebensenergie. Ich mich wieder? Jetzt brenne ich. Hier unten, da ist. Unten war so ein kleines Health-Button. So ein Wiederbelebungs-, Krankenstation, irgendwas. One Trick Pony. Hat am meisten Schaden genommen und irgendwas. Oh, es gibt ein Foto! Oh, die anderen sind weg. Die anderen? Ja, ich weiß nicht, aber. Schon das zweite noch hinterher? Ich mag's, wie sie laufen. Ja, weil ich hab's noch nicht ganz verstanden. Okay. Also, vielleicht habe ich schon verstanden. Ist solides, entspanntes. Spiel. Molekularfissionslaser. Oh, ich bin oben. Okay. Was sollen wir tun? Na, wahrscheinlich, du kannst da unten kämpfen. Ich habe Feuerlöscher und. Okay. Dann, Ah, und das war der. Okay. Oh, den muss man länger aufladen. Wo ist denn das Kit hier bei dir? Was ist das denn jetzt hier bitte? Ich glaube, dass. Warte mal. Jetzt ist meine Tür versperrt. Wieso? Weil die zu ist. Ich hab mal den Feuerlöscher geholt.
Warum ist denn die Tür? Das muss ich oben vielleicht freischalten. Oh, jetzt sind die auch versperrt. Nee, warte, die ist offen. Okay. Ah, es ist einfach so, manchmal die Sachen, manchmal die Sachen wahrscheinlich. Das ist... Hauptsache, wir haben beide Teile wieder, also weißt du, dass wir nicht beide Sachen... Was ist denn da drin? Das Ding ist fast kaputt in der Mitte. Ich glaube, da müssen wir drauf aufpassen. Ja, das ist irgendwie wichtig, glaube ich. Die Tasten sind konträr zu, Bin konzentriert. Ah, da brennen sie. Kann nicht reden. Na, die sind andersrum als bei, Overcooked. Ja, genau. Danke. Zum Beispiel Overcooked. Ja, genau. Das ist nicht das einzige Spiel, das wir gespielt haben. Bisher. Ich schieße hier oben. Oh, ich wollte auch schießen. Oh, nicht. Vorne. Ich schieße einmal. Nein, falsch. Den wollte ich mir nehmen. Den wollte ich mir nehmen. Tür ist zu. Achso, die Tür ist auch zu, okay. Also unten lang? Ja, kommst du. Ist der Feuerlöscher? Ah! Feuerlöscher? Der ist hier, hol ich. Okay, nee, warte, ich komm auch. Kommst du da nämlich nicht durch? Ach, fuck. Ach Gott. Oh, das brennt jetzt ziemlich doll. Ah, ja, 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 ich bin auf dem Weg. Ah. Ich komme hier gar nicht durch. Ich glaube, wir müssen mal ganz dringend schießen hier. Ich brenne! Bist du klar? Ich komm klar. Hier. So, wir haben den gleich. Ich glaube, noch. Ja. Okay. Aber es ist Es ist die gleiche Kategorie, ne? Ja. Zusammen irgendwie... Sagen, wer macht was und dann passt es. Ich bin gespannt, da kommt bestimmt noch mehr. Ach so, du bist Kanonenfutter, ich bin Alleskönner. Ich bin traurig. Ja, schön. Und guck mal, wie sie sich freuen. Okay, nächstes erstmal. Für einen Einblick soll es das erstmal gewesen sein. Ich gehe mal davon aus, da kommen noch kompliziertere Level. Aber... Erstmal ist es okay. Doch. Du hast, glaube ich, nie Lovers in a Dangerous Space-Time gespielt, ne? Es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Auch so ein Raumschiff, das man da irgendwie durchsteuert, wo man dann andere so ein bisschen, naja, zurückhalten soll. Dann spielen wir als nächstes. Ach so, vielleicht, ich starte es einfach nebenbei. Mhm. Das Castronaut gab es für die Nintendo Switch, PlayStation 4, PC und Xbox One. Ha! Und jetzt spielen wir Unspottable. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ganz gut vorweg geht. Was wollte ich sagen? Es kann sein, dass das Szenen gibt, die nicht so für kleine Kinder sind. Ach so. Wenn ich das in der Vorschau richtig gesehen habe, müssen wir mal gucken, ob und wie und... Ach du meine Güte. Ich bin grün! Are you a robot? Alles ist gut. I'm not a robot. Ach, guck mal, du kannst dich... Hier, da ist auch eine Maus. Ich hab zwei Zeug. Oh, das ist ja toll. Wo hast du das ausgewählt? Oh. Hier oben mit links und rechts. Ah. Was ist das denn? Hey! Oh, Entschuldigung, Smart. Ich dachte, ich drücke okay. Ja, ah, press genau. Start. Da steht ganz groß, press start. Wie sah ich jetzt aus? Ich weiß es nicht. Location, Akkad Rules. Level Selection, always choose Play to 10 Tutorial Yes. Ja, machen wir es einfach mal. Gucken wir uns mal an, was die uns so vorschlagen und dann probieren wir mal aus. Mhm. Hello. Ist das unscharf? Nö. Ja. Nö. Doch. Nein? Doch. Walk. Ah! Das ist wirklich wie. Ja, das ist. Müssen wir da reingehen? Nee. Doch, wir müssen... Yeah. Let's make... Let's have a warm-up now. Run to one of the blue squares. Ah, run. Du kannst auch schnell laufen. Ich kann nicht rennen. Wie denn? Hier oben. Ach, da hinten? Du sollst da hinlaufen. Okay.
Let's get serious. Punch one Robot. Yay! Ich bin kein Roboter. Wie hieß denn das andere Spiel? Hidden in Plain Sight, glaube ich. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Oh, yeah. Great. Was? Walk by the metal nut and the golden robot to collect items and leave the room. Was sollen wir machen? Okay. Ach so, er sammelt es automatisch. And the ground. Ich glaube, wir sollen ihn kaputt machen, warte. Nee, du hast halt zwei Items gesammelt, jetzt sollst du den Raum schon wieder verlassen. Ach stimmt, steht da ja. Ich glaube, sorry. Don't get used to punching robots though. Your goal is to punch. Oh, das ging aber schnell. Komm's aber. Try pay attention by okay. Using your distracts. Was ist das? Okay, was sollen wir machen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, wir sollen... Spielen wir zusammen? Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, ich habe dich gerade gehauen. Ich habe gewonnen! Wir können auf Hide for Real. Ja, das war einfach das Tutorial. Okay. Aber ich... Es ist tatsächlich... Oh, das sieht aber gar nicht so schlecht aber aus. Aber spielen wir jetzt... Also ich dachte, wir machen zusammen jetzt die ganzen Roboter kaputt, aber offenbar machst du mich kaputt. Witzigerweise, bei dem Spiel gibt es einen geteilten, also so wie wir es gesehen haben... Die Sushi-Bar. PvP und eben Koop. Das heißt, so, wo ist denn die Sushi-Bar da? Sowohl als auch. Wir können zusammen spielen oder auch gegeneinander. Von da aus... Ja gut, ich muss ja nur wissen, dass wir hier gegeneinander spielen. Ich wusste es auch nicht. So, okay. Some sushi are tasty, get the right one and leave the place. Take a panic. Okay, run. Punch. Panic to hide. Okay, interessant. Was genau? Achso, collect. Wir sollen verschiedene Sachen. Was sammeln? Ich habe aber vergessen, was wir sammeln sollen. Stand das schon da? Na, hat da einer gepuncht. Aber ich weiß nicht, wie ich das nehmen kann. Was denn jetzt? Eine Maus. Ich habe irgendwas gedrückt, um von mir abzulenken, glaube ich. Ach, in der Zwischenzeit kann ich dann woanders hinlaufen. Das ist aber gut. Das ist ja lustig. Aber wie kann ich denn jetzt Sachen nehmen? Aber ich wollte gerade sagen... Ach so, ich habe schon was Sushi-mäßiges. Ja, aber wie? Du stellst dich... Nee. Du stellst dich einfach nur ran. Ja, genau. Und isst dann... Weißt du, dass das... warst du das nicht? Oh. Hä? Ich weiß nicht genau. Okay, das war... Du standst ja gar nicht da unten. Das war richtig schlecht von uns beiden. Ja. Hm. Oh, aber das ist besser als Hidden in Plain Sight, weil du hier dich, also das Spiel bei dem anderen ist so, dass man sich nicht quer bewegen kann, weil man sofort sieht, dass man das dann ist und in Kurven laufen. Gesundheit. Danke. Und hier kann man das machen, weil alle so laufen, das ist cool. Ich lag da am Boden. Ja, das ist nicht so schlimm. Na, und du hast hier noch so eine andere Aufgabe. Bei dem anderen genau. Ist es wirklich so, du läufst nur und guckst. Das ist gut, das hat sich gelohnt, das mag ich. Das müsste man auch dann tatsächlich mit mehreren noch spielen, glaube ich. So, wir haben jetzt hier be the first to punch a player. A player? Okay. Also wir uns gegenseitig, richtig? Ja, ja. Ach, guck mal, die laufen auch schnell. Oh, das ist ja lustig. Oh, das ist aber schwierig. Und man hört, also man darf die Tasten ja wieder nicht hören, ne? Eigentlich müssen wir übelst laut Musik anmachen. Was jetzt passiert? Und hier werden zwischendurch Leute gehauen, sehe ich das richtig? Ja. Ah, nein. So ein paar, die Roboter gehen leer, was so viel heißt wie, die Batterie von den Robotern gehen leer. Das heißt, es bleiben immer weniger Leute übrig, die du hauen könntest. Und deswegen ist es leichter, dich irgendwann zu finden. Okay. Hm. Oh, oh ja. Okay, aber es ist, schnell weg, wo bist du denn? Ah.
Nein, ich habe das genau falsch rum gesehen. Ich dachte, du warst der da. Was ist gut? Ich habe einen Punkt. Unspottable. 2020. Ganz frisch, tatsächlich. Oh, ich kann den Namen nicht mehr lesen, den ich aufgeschrieben habe, für wen das genau ist. Ist nicht schlimm. Gibt's aber übrigens auch für die Switch, PS4, PC, Mac, Xbox. Ja, cool. Wollen wir noch eins? Noch eins, ja. Komm, School. Müssen wir lernen, das ist gut. Prison wäre auch noch nicht schlecht. Mhm. Im Gefängnis müssen wir vielleicht ausbrechen nebenbei. So, was haben wir hier? Player talk to 5 cool kids. I leave the school. Oh. 4, nicht 5. So, guck draw mal, attention. Bei uns sind die coolen Kinder. Ah, ja. Draw attention to a kid and hide in the crowd. Muss ich mir jetzt merken, wie die aussehen? Nee, die stehen da oben. Oder unten. Oder irgendwo stehen die. Da oben rechts. Wie, wo? Oben rechts stehen die, aber jetzt frag mich bitte nicht, wo ich sehe, wie die aussehen. Ja, eben. Was denn jetzt? Ich habe gerade irgendwas gemacht. Eine Taste gedrückt. Was machst du da? Warum hast du Punkte? Weil da ein cooles Kind reingekommen ist. Was jetzt? Ich bin abgehauen. Kann das sein? Wie? Ach, deswegen? Ja, ja, ja. War das gut? War das gut? Ach, und dann heult da so jemand. Alter, was passiert hier? Wo ist denn das vierte coole Kind? Ist vielleicht noch gar nicht da? Wie sieht das aus? Scheiße. Fuck! Ich hab's zu spät gesehen. Ich stand da in der Ecke und hab mich versteckt. Ich war da gerade hier auf den Fersen. Das okay, lustig. Das Spiel ist gut. Ja. Das ist wirklich richtig gut. So, und bis wie viel geht das? Das Spiel? Ja. Ich glaube, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich glaube aber auf jeden Fall zu viert. Mhm. Eben waren ja, glaube ich, auch in vier so eine Dinge, oder? Können wir zurückgehen? Ja, Quit Games bestimmt. Ah ja. Wir bleiben bei Englisch. Quit Game? Yes. I sure. Wenn wir jetzt ganz rauskommen, können wir nicht sehen, wie viele Leute dazukommen. Ah, doch, vier doch, auf jeden ja. Fall. Okay. Ja, cool. Guck mal, Menü ist da oben noch. Ich gehe mal kurz gucken, ob da noch was anderes ist. Ansonsten ist es cool. Das mag ich wirklich. Ah, das ist das Gleiche. Ja, okay. Cool. Ja, auf das war mal ganz schnell Unspottable. Das gefällt mir, das Konzept. Das ist geil. War jetzt ein bisschen ruhig zwar, aber... Dann kommen wir direkt zum nächsten. 12 Orbits oder 12. Orbits. Aha. Das ist eigentlich ein Spiel, das meines Wissens für ein Handy ist. Glaube ich. Und was funktioniert aber, ist doch gar nicht so schlecht. Mhm. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal ganz knallhart. Wir gehen direkt auf Spielen. Mhm. Und lerne die Steuerung 3 Minuten, fange hier an, falls du noch nicht weißt. Okay, dann machen wir doch das Tutorial. Also. Jeder Spieler wird durch nur einen Button kontrolliert. Drücke, wo du willst, um beizutreten oder das Spiel zu verlassen. Was? Nee, warte mal. Ich will auch noch mit... Ah, jetzt. Okay, einfach. Jeder Spieler wird durch nur einen Button kontrolliert. Nutze den Button, um die Kasse auszuweichen. Was soll ich? Achso, nutze deinen Button. Du sollst durch nur einen Button. Ja, okay. Ich glaube, das ist A bestimmt. Gucken wir mal. Wird schon schief gehen. Und zwar Gucken. Links. Passiert schon was? Soll ich was drücken? Sein Ziel, die Kugeln deiner Farbe zu erreichen. Hä? Achso, du solltest einfach nur die erreichen. Das war jetzt das erste Tutorial. Drücke kurz vor einem Hindernis auf einen Button, um auszuweichen. Okay, kriegen wir auch hin. Ah, du fliegst dann durch. Das war aber knapp. Das ist ja lustig. Hast du früh gemacht. Okay.
um zu kreisen, drücke, während du in einem Kreis bist. Ah. Hui, drücke nochmal, um deine Richtung zu bestimmen. Ah, oh. Ah, okay. Oh, das ist aber... Nein, was habe ich getan? Ah, das, man muss nicht loslassen, man muss einfach nur drücken. Bin fertig. Was, warum? Ich habe doch alles. Ja, warum? Ich nicht. Oder soll ich deinen noch nehmen hier? Was passiert denn, wenn ich deinen noch nehme? Weiß nicht, ob das geht. Scheiße. Verdammt. Ich bin in sowas nicht gut. Nein, verdammt. Es ist aber ganz witzig. Ah! Ich hab's geschafft. Ist das jetzt gegeneinander, miteinander? Außer man kann so ausweichen. Oh. Ah, ja. Oh Gott. Oh, ich hab auf jeden Fall... Wow! Gott, entschuldige. Ach, dein? Kannst du nicht nehmen? Nee. Aber das wollte ich nicht. Also man hat immer das Gefühl, dass man... shit. Oh nein, ich will doch in den Innenkreis. Mann. Ich guck dir jetzt mal zu. Mist, nee, jetzt bin ich ja auch... Oh! Ich kann nicht zugucken. Oh! Entschuldigung. Was soll das? Ist aber schnell, wenn du da so tief... Scheiße! Also, ich komme irgendwie da gerade nicht hinten hin, du musst, ne? Mann, ich will doch hier nur sitzen. Ja, guck mal, das jetzt. Ist doch... Warum hast du gedrückt? Du kannst weil, einfach... damit ich im Kreis fliege. Achso, du kannst, ich glaube, du weißt, hättest ihn genau getroffen. Denk daran, du kannst nur ausweichen, während der Mittelpunkt deiner Spielfigur nicht in einem Kreis ist. Was? Während der... So, ich bin fertig. Ja. Ich nicht. Ja, genau. Das hatte ich vorhin nämlich das Problem. Oh, shit. Dass ich auf einmal im Außenkreis... Hey, ich hab doch ausweichen. Ja, ja, ja. Du kannst nur ausweichen, während der Mittelpunkt deiner Spielfigur, ach so, nicht in einem Kreis ist. Ja, das funktioniert nicht. Okay, dann mache ich jetzt hier hin und her. Warte, ich hab's. Okay. Okay. Ups. Den Countdown zu beschleunigen. Jetzt geht's los. Was für ein Countdown? Da liest so ein Countdown durch. Und gucken wir uns das mal an. Miteinander oder gegeneinander? Ich glaube gegeneinander. Okay. Also das Spiel ist tatsächlich gegeneinander, genau. Ja. Von 2016, schon ein paar Tage älter. PC und Mac, auch ein kleines Indie-Spiel, wie man unschwer erkennen kann. Wir spielen. Ach, guck mal, gibt es auch Teamspiel. Aber das vielleicht... Ist... Okay, Arena oder Trails haben wir jetzt, ja? Also, was Arena, ein guter Einstieg. Triff weiße Kugeln, um sie einzufärben. Meide alle anderen Kugeln. Oh, ah, okay. Also durchfliegen durch die anderen, würde ich jetzt meinen. Probieren wir das. Mhm. Karte wählen. Ist egal. Ich kann auch keine andere Karte auswählen. Mhm. Modifikation. Oh. Nein. Ah, man kann noch ein bisschen was einstellen. Farbe wäre nicht schlecht. Nee, das okay. ist... Okay. So. Triff weiße Kugeln, meide alle anderen. Erreiche 5 Punkte. Und 2 Punkte Vorsprung. Okay. Das ist ja einfach. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Muss ich mich um meine Kugeln ah, kümmern? Ich glaube nicht. Nee, ne? Wie viele Kugeln hast du denn schon? Weiß ich nicht. Das ist aber kacke. So. Also, echt doof. Verdammt! Ich... Oh, nein! Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Scheiße, ich nur weil gewonnen. Ich gegen deine Orangen geflogen bin. Ich habe gewonnen. Ich hab geführt. Echt? Nee, hast du nicht. Niemals. Doch. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Guck mal, ich muss gar nichts machen. Oder doch, muss ich. Alter. Jetzt führst du. Weil ich jetzt blöd bin, was zu treffen. Verdammte Axt. Scheiße. Ich hätte dich auch sehen müssen. Du hast gewonnen. Ist, glaube ich, mit mehr Leuten lustiger. Nein, aber es ist ganz cool. Witzig, ja. Wir müssen mal verschiedene Modis probieren. Moby. Hui!
Scheiße. Oh nein. Oh, ich bin so trottelig. Du, ich wollte im Kreis rumfliegen und nicht beschleunigen. Warum hat er denn jetzt beschleunigt? Weil du nicht im Kreis warst, glaube ich. Kann das sein? Ich war im Kreis. Nee, eigentlich. Eigentlich. Wenn du ja, gut, wenn du dann fliegst, vielleicht noch nicht richtig im Kreis. Ja. Ich denke ähnlich. Oh Mann. Aber jetzt auf einmal bin ich wieder im Kreis, oder was? Oh Gott. Das ist manchmal. Komisch. Scheiße. Gut, das war eng. Dehnbar. Nein, ich sag was Dummes und dann verliere ich. Okay, auch nicht schlecht. Ist okay. Okay. So. Scheiße. Zack. Also ich verschätze mich immer ganz leicht, ne? Der war gut. Meiner auch. Das war's für dich. Das war's nicht. Scheiße, ich bin weg. Ja, okay. Gewonnen? 3-2. Ich weiß. Ach, 2 Punkte noch. Ja, spielen wir das so, nicht zu Ende. Wir brauchen ja einen Vorsprung. 5-2 Vorsprung, genau, so um was. Oh, der war schlecht. Das ist meiner. Nein. Warum hast du denn hier schon wieder so viele Punkte? Der ist gerade orange geworden. Hast du das gesehen? Ich habe es genauso gewollt. Guck mal, ich hole noch einen. Ding. Okay. Hey, warum? Das war jetzt nicht so klug, ne? Nee, war es auch nicht. Ich habe Spiel, habe ich verstanden, aber. Ui. Ah, verdammt. So. Ja, ja. Nein. Ich bin weg. Oh Gott. 4-3. Also mit den 2 Punkten Vorsprung, das kann eine Weile dauern, ne? Ja. Upsi. Na gut, alles gut. Den müsste ich treffen, den aber dann dafür nicht mehr. Den habe ich getroffen, den nicht. Habe ich gewonnen jetzt? Ja, tatsächlich. Aber es okay. Ist okay. Dann können wir nämlich. Okay. Und was findest du? Was finde ich? Findest du gut? Ja. Ich weiß nicht genau, wann ich das spielen würde. So ich sagen würde. Lass mal jetzt das Spiel spielen. So wie Partygolf. Wo ich sagen würde, das kann ja, man immer spielen. Weiß nicht, zu zweit sind das jetzt auch nicht so unsere Spiele. Aber zu dritt, zu viert so. Ja, das müssen wir nochmal ausprobieren. So aber ich finde es nicht schlecht, ne? Ja. Wir vielleicht auch die anderen Sachen ausprobieren. Wir kratzen ja gerade erstmal wirklich an der Oberfläche. Nur ein Quickie. Ein Jumping Joe. Weil ich das so, mich so drauf gefreut hatte. Okay. Das ist ein ganz neues Spiel, ist erst 2020 rausgekommen. Mhm. Und bekannt aus wahrscheinlich vielen verschiedenen typischen. Okay, warte mal, kannst du dazu? Ah ja, Menü. So, Joe, Settings. Kannst du irgendwas drücken? Nein. Wir müssen mal kurz gucken. Ah ja, Multiplayer. Ach, ist ja ganz klar. 5 Runden, Rundenzeit 30, ein Leben leicht. Mhm. Klingt gut. Oh, das ist ja toll. Nimm mal die alte, die passt zu dir. Ja, ich wusste, dass das kommt. Wo ach so, ich bin blau. Was? Oh, ich dachte, du bist dieser On-Fire-Typ. Aber ich bin Panda. Und was muss ich machen? Einfach nur nach links und rechts, je nachdem, wo du hin willst. Und du darfst, glaube ich, nicht diese Zacken berühren.
und auch sonst nichts. Und da musst du in der Zeit, wenn ich das richtig verstehe, so hoch wie möglich. Oh, ich bin. Hier ist eine Fliege! Das Spiel mag ich. Das ist genau mein Ding. Man kann voll wenig machen. Komm nochmal. Okay. Oh nein, ich sehe dich da schon hopsen. Oh. Hast du für mich das weggenommen? Nein, aber ein Leben. Oh shit. Ich bin einmal zu weit nach rechts gejumpt. Ah, okay. Das ist voll fies. Ich sehe die ganze Zeit deinen Schatten neben mir, ne? Den hast du nicht, weil ich bin ja hinter dir. Das irritiert mich voll, dass du da vor mir hoppst. Das gucke ich mir nochmal an. Das noch mal dann musst du mal warten, bis ich hier losjumpe. Okay. Also ich habe den Schatten jetzt auch gesehen, aber er hat mich nicht irritiert. Okay. Aber springst du. Och Mann, der ist sein Kack hier. Nein! Ah, du bist da zerhackt worden. Ja. Zerquetscht. Panda war weg. Was sagst du zu dem Spiel? Oh, ist überhaupt nicht meins. Das ist voll meins. Ah, da. Und die Musik schon, ne? Oh, was war das? Genau, ich wollte noch sagen, dass es PC und Mac ist, auch ein kleines Indie-Spiel und nur Einzelspieler oder eben geteilter Screen wie hier. Die Musik. Ich glaube, einen müssen wir noch. Bis 5 geht's. Oh, nee. Komm schon. Das war gut. Krass, da kam die Kamera so ran, da habe ich überhaupt nichts mehr gepeilt gerade. Ich mag das richtig gern. Das ist so voll, was ich gern spiele. Was gibt's hier noch für Einstellungen? Gar nichts. Das finde ich gut. Das ist so richtig für nebenbei und Konzentration. Aber wir machen hier mal Ende. Wir haben jetzt 4 Spiele. Wir haben tatsächlich noch. Was hatten wir gesagt? Wie viel sind es? 14. Also eigentlich nur 12, weil 1 ist ja so 2 weitere. Nee, nee. Egal, also aber 4 passt ja. Weil 4, 8, 12 durch 3 teilbar 3 Serien. Also eine Serie aus 3. Ja, mal gucken, wann sie online kommt. Vielleicht kriegen wir es richtig schnell hin, dass man das noch kaufen kann. Aber wir geben uns Mühe. Vielleicht ist was für euch dabei. Und alle 4 waren tatsächlich cool irgendwie, weil es keins, wo ich sagen muss, ist ein richtiger Schrott für zwischen 40 und Cent und 3 nicht, Euro. Aber das letzte hat mich schon wirklich gestresst. Das muss man mögen. Also wenn ich da mit einem Kumpel spiele, ich habe da einen im Kopf, ja, genau. Ich weiß ganz genau, wir betteln uns hier die halbe Nacht. Das Spaß. Ist so richtig so. Okay, an der Stelle. Ja. Ciao, tschüss. Ciao und einen schönen Abend euch.